im neuen Gewand, Harz Open Air wieder im Wernigeröder Bürgerpark. So wie in vergangenen Jahren ist der Bürgerpark auch 2021 wieder der Veranstaltungsort vom MDR Harz Open Air. Allerdings nicht in der gewohnten Weise. 2019 feierten noch über 7000 Zuschauer musikalisch den Sommerausklang. Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung Corona-bedingt ausfallen. Aber in diesem Jahr ist das beliebte, traditionsreiche Open-Air-Konzert zurück. Also wir haben ja mal angefangen mit der Sommertour, die es hier gab, die wir 2-3 Jahre gemacht haben. Und dann das Harz Open Air seit 2011 im Wernigeröder Bürgerpark mit tollen Künstlern. Und ja, mittlerweile sind wir im 10. Jahr, also schon wirklich eine kleine Tradition. Tolle Veranstaltung, tolles Open Air, ganz viel Festival-Feeling dabei. Und wir freuen uns sehr, dass es in diesem Jahr wieder klappen wird. Was ist in diesem Jahr anders als sonst? Anders als sonst ist, dass wir natürlich trotzdem die Corona-Regelungen beachten müssen. Das wird sich nochmal anpassen bis zum Ende August. Aber wir gehen im Moment davon aus, dass wir weiterhin noch über Entzerrung reden müssen. Und deswegen ist es halt eben so, dass man Picknickdecken kauft in diesem Jahr. Also einen Platz, wo eine Decke liegt, auf der man bis zu 4 Personen unterbringen kann. Und wo man dann das Erlebnis mit genügend Abstand haben kann und trotzdem feiern kann, tanzen kann, mitsingen kann und genießen kann. Zur Tradition gehört eine Unterstützung durch Sponsoren. Und da sind die Wernigeröder Stadtwerke seit Anfang an mit dabei. So unterschreiben sie auch in diesem Jahr wieder den Sponsoring-Vertrag. Weil es eine der schönsten Veranstaltungen in Wernigerode ist. Es ist eine Freiluftveranstaltung, es findet meist bei schönem Wetter statt. Und es kommen viele Leute, Kunden, Menschen aus nah und fern, aus Wernigerode, jung und alt. Also einfach toll. Sie unterstützen das Ganze finanziell. Was hat das für Vorteile für die Besucher? Ja, in erster Linie, denke ich mal, wirkt sich das auf die Eintrittspreise aus, ne? Denn die sind ja im Vergleich zu anderen Konzertkarten doch relativ günstig. Und wir freuen uns, dass wir das auch so unterstützen können, damit eben auch jeder, der möchte, da teilnehmen kann. Es gibt noch ein kleines Bonbon von den Stadtwerken. Ja, wir verlosen zusätzlich eine Decke je Konzert und das wird dann natürlich auch kundgetan über Facebook in diesem Falle. Und wer möchte, kann sich beteiligen und mit etwas Glück kommt man sogar kostenlos zum Konzert. Aufgrund der Auflagen sind natürlich die Besucherzahlen reduziert. Um möglichst vielen Wernigerödern und Gästen den musikalischen Genuss der hochrangigen Künstler zu bieten, wird das Harz Open Air mit 4 Shows an 2 Tagen stattfinden. Wir sind froh, dass unsere Künstler, die wir ja schon lange vorher gebucht haben, mitgemacht haben. Wir haben nämlich am Freitagabend dann Calcha Cadela zu Gast, die tatsächlich dann zweimal hintereinander spielen. Und am Samstag haben wir den Milo dabei, also ganz tolle Künstler, die wir in diesem Jahr haben. Beide spielen, geben 2 Konzerte. Wir haben auch tolle Vorbands. Wir haben zum Beispiel am Freitag Picture of Soul hier aus dem Harz. Das ist ganz interessant. Und Hanna Rautzenberg ist im Vorprogramm von Milo zu sehen. Der eine oder andere kennt sie vielleicht. Auch eine ganz tolle Stimme, auch hier aus dem Oberharz. Da freuen wir uns, dass das immer gelingt, auch so Nachwuchskünstlern da mal eine Chance zu geben. Und wichtig ist noch, das Kinderprogramm findet am Samstag um 15 Uhr bei der Veranstaltung mit Milo, mit Hanna Rautzenberg und einem ganz tollen Kinderprogramm statt. Da kommt nämlich der Beatboxer Mando. Und Beatboxen, der eine oder andere kennt das, das ist so, die machen Stimmen und Gesang mit dem Mund. Die haben gar keine Instrumente und der bindet natürlich die Kinder mit ein. Das wird eine ganz tolle Veranstaltung und die Kinder werden viel Spaß haben. Wo gibt es Karten? Wie teuer sind die? Es gibt noch Eintrittskarten. Der Vorverkauf ist sehr gut gestartet. Der läuft erst 14 Tage, aber es sind schon sehr viele Decken verkauft. Von daher würde ich auch empfehlen, nicht mehr zu lange zu warten, wer sich da noch einen Platz sichern möchte. Die Tickets gibt es in der Touristeninformation in Wernigerode und an allen bekannten Vorverkaufsstellen, Reservix-Vorverkaufsstellen. Da gibt es die Eintrittskarten auch. Wo sind Parkplatzmöglichkeiten? Das ist eigentlich geblieben wie in den letzten Jahren. Wir können an der Kober parken, in der Feldstraße in Wernigerode, am Neuen Rathaus, am Katzenteich, also rund um das Gelände, sodass man also relativ kurze Fußwege hat. Man muss schon ein bisschen laufen, aber nicht so weit. Neu ist in diesem Jahr tatsächlich, weil wir durch das Konzept Eingang und Ausgang voneinander trennen müssen. Wir haben einen neuen Haupteingang, der sich ein bisschen auf der Rückseite des Geländes befindet. Die Adresse wäre am Schreiberteich, das ist die Straße, die einmal quer durchgeht, am Barrenbach. Das ist die Querstraße. So lautet die Adresse. Dem Showwochenende steht dann hoffentlich nichts mehr im Wege.
Am 27. und 28. August können sich die Open-Air-Fans auf 4 erstklassige Konzerte im Bürgerpark freuen.